Bekannt ist sie zwar schon seit den 1980er Jahren. Jetzt haben Forscher jedoch entdeckt, dass es sich bei der Malcham-Salzhöhle unter dem Berg Sodom in Israel um die längste der Welt handelt. Sie ist mehr als 10 Kilometer lang. Bisher gingen die Forscher von einer Länge von knapp 5700 Metern aus. Seit 2 Jahren wird die Höhle am Toten Meer unter Leitung des Höhlenforschungszentrums der Hebräischen Universität in Jerusalem untersucht. Daran beteiligt waren aber mehr als 80 Forscher aus 9 Ländern, darunter auch Deutschland. Es ist nicht nur die längste, sondern auch die einzige Höhle auf der Welt, die mehr als 10 Kilometer lang ist. Es ist unglaublich, es verändert die gesamte Größenordnung von Höhlen dieser Art. Die Höhle ist etwa 7000 Jahre alt. Geologisch gesehen sei das den Forschern zufolge nicht viel. Sie sei eine der jüngsten Salzhöhlen der Welt. Bisher war die längste Salzhöhle im Iran mit 6,5 Kilometern Länge.